eigene Kieler Woche, also wo ich quasi verantwortlich bin für die Bahn. Und ja, mal gucken, was passiert und wie das so wird. Und 49er ist sowieso immer sehr spannend und sehr aufregend, weil das halt eine schnelle, sportliche, aktive Klasse ist. Dies Jahr ist Eurosaf. Ja, also die Erwartungen sind, glaube ich, von den Seglern trotzdem ziemlich hoch und die möchte man natürlich auch gerne erfüllen. Und ich werde mein Bestes tun und versuchen zu geben. Also der Wind war halt heute extrem shifty, also drehte halt immer so hin und her und das ist halt schon immer echt anstrengend. Vor allem muss man echt sagen, für die Jungs in Luft, die dann wirklich immer ersatzbaren Marken legen mussten und dann wieder die Lufttonne hochnehmen mussten und so weiter. Also so, die haben heute echt so einen geilen Job gemacht. Ich muss echt sagen, Hut ab. Also vom Luftmotorboot bekommen wir immer die Windinformation, aus welcher Richtung der Wind kommt und mit wie viel Knoten, also mit welcher Stärke.